Ich begrüße euch zum vorletzten Karrieremodusrennen hier aus F1 2019 mit dem Ferrari gegen die KI auf Ultimativ 106. Heute sehen wir den großen Preis von Sao Paulo in Brasilien. Und es geht nach wie vor noch um die Fahrerweltmeisterschaft. Sebastian Vettel ist aktuell 12 Punkte hinter mir. Und ja, ich habe es letztes Mal schon angekündigt, jedes Rennen kann jetzt absolut entscheidend sein. Und wir müssen jetzt hier in Brasilien auf jeden Fall nochmal richtig abliefern. Denn in den letzten Rennen ist Sebastian Vettel wirklich verdammt nah gekommen und hat uns jedes Mal, ja, im Grunde genommen richtig geklatscht. Und wenn wir schon mal dabei sind, das letzte Rennen, das war der große Preis der USA. Falls ihr dies noch nicht gesehen haben solltet, dann habe ich euch jetzt oben rechts in der Infokarte nochmal den Link dazu gepackt. Und letztes Mal habt ihr für diesen großen Preis der USA ganze 420 Daumen nach oben erreicht. Und das ist ein verdammt guter Wert. Da wollte ich auf jeden Fall nochmal Danke für sagen. Es wäre natürlich wie jedes Mal auch absolut insane, wenn das heutige Video auch irgendwie in diese Region kommen würde. Aber jetzt erstmal zum inhaltlichen Teil. Wir sehen, erstes Qualifying, erste Q1-Session reicht für eine 1.72. Mit dieser 1.72 kommen wir gerade mal auf einen 12. Platz, sind damit 6 Zehntelsekunden hinter Sebastian Vettel. Also wir merken, es scheint wie in den letzten beiden Rennen so zu sein, dass Sebastian Vettel hier in Brasilien auch wieder mit dem Messer zwischen den Zähnen fährt. Und jetzt hier in Q2 müssen wir uns richtig strecken, um hier überhaupt in Q3 zu kommen. Denn diese 1.72, die war an sich gar nicht mal so übel. Aber wir haben gesehen, das würde hier in Q2 für den Sprung von Q2 in Q3 absolut nicht reichen. Deswegen müssen wir nur mal gucken, ob wir hier nochmal ein paar Zehntelsekunden finden. Rechts den Berg hinauf, sechster Gang, 260 km/h, dann geht es hart in die Bremszone rein. Wir sehen hier, zu tief reingegangen, viel zu tief reingegangen, Scheitelpunkt verpasst, das hat sicherlich was gekostet. Ja, und auch hier langsam runtergeschaltet, erster Gang war nicht ganz am Kurvenscheitel. Also die Runde bisher ist nicht ganz so ideal, wir sehen es auch jetzt links oben, 7 Zehntelsekunden Abstand zu Weber momentan auf der 1. Das ist ein Tick zu viel, das ist absolut zu viel. Wo bleibt die Zeit bei Überquerung der Ziellinie stehen? Und es ist die 1.70 und damit kommen wir momentan auf den 2. Platz. Werden im Laufe der Session auf den 5. Platz nach hinten durchgereicht und ganz am Ende reicht es dann ganz gerade eben für den 9. Platz. Aber wir sehen, auch Sebastian Vettel hat sich nochmal gesteigert, da fehlen wieder einmal eine halbe Sekunde. Und damit springen wir doch mal direkt zu Q3, zur entscheidenden Runde in Q3. Wir sehen aktuell momentan 3. Platz, das wäre okay, aber wir haben in den vergangenen Sessions immer gesehen, insbesondere dann, wenn ich quasi zum Ende der Session springe, dass die Zeiten dann simuliert werden. Das hatte letztes Mal auch netterweise ein Kollege von euch unten in den Kommentaren angekündigt, beziehungsweise gesagt, und ja, das weiß ich selber und ehrlich gesagt stört mich das auch so ein bisschen, denn ich finde es nicht gut, wenn die Zeiten simuliert werden. Ich finde, es sollte irgendwie alles, ja, nach bestem Gewissen irgendwie gefahren werden oder die Zeiten sollten einfach besser berechnet werden, denn wir haben ja in den vergangenen Videos auch gesehen, dass, ja, die Speed der KI meiner Meinung nach nicht verhältnismäßig ist. So, schauen wir nochmal, was jetzt hier in der letzten Qualifying-Runde los ist. Wir haben noch 38 Sekunden auf die Uhr. Das ist die letzte Runde, die wir fahren werden. Jetzt haben wir richtig Glück, denn der Verstappen ist ideal vor uns platziert. Jetzt können wir hier einfach Windschatten geiern, obwohl das nicht mal abgesprochen war oder gar nichts. Also, ich meine, Glück muss man auch mal haben. Wir sehen das positive Delta. Da sieht man mal, wie powerful der Windschatten eigentlich ist. Im letzten Sektor dann lila unterlegte Zeit. Und am Ende reicht es nicht ganz, um Sebastian Vettel hier noch anzugreifen. Am Ende ist der Abstand 83 Tausendstel. Es hat nicht ganz gereicht, trotz dieses kranken Windschattens im letzten Sektor. Tja, im ersten und im Mittelsektor haben wir da die Zeit verloren. Im letzten Sektor dann lila unterlegte Zeit. Das wäre aber auch traurig gewesen, wenn das nicht lila unterlegt gewesen wäre. Aber glücklicherweise sehen wir hier, Sebastian Vettel hat eine 5 Plätze Strafe, weil er wahrscheinlich ein Teil gewechselt hat. Und das eröffnet uns, beziehungsweise eröffnet uns hier die Möglichkeit, von der Pole Position zu starten und damit die beste Ausgangssituation für diesen großen Preis von Brasilien zu haben. Start ist an sich okay. Weber jetzt auf der linken Seite hat dann aber doch noch ein bisschen besseren Start. Wichtig wäre, nach dem Senna ist vorne zu bleiben. Momentan sieht es danach aus. Abstand von Sebastian Vettel zu mir 12 WM-Zähler. Deswegen ist die aktuelle Situation eigentlich ideal. Und es hat gereicht, nach dem Start vorne zu bleiben, vor Weber im Williams.
So, springen wir mal zum Ende von Runde 2. Wir sehen lila unterlegte Zeit im ersten und im Mittelsektor und im letzten Sektor dann nur grün unterlegt, in Anführungszeichen. Aber der Abstand zum Weber ist momentan schon auf 1,6 Sekunden aufgegangen. Und das ist schon mal ein ziemlich gutes Zeichen. Scheint so zu sein, als dass wir hier eine ganz gute Pace haben im Vergleich zum Weber zumindest. Jetzt hier im ersten und im Mittelsektor rot unterlegt, im letzten Sektor dann lila unterlegt. Also ich glaube, daran merken wir, dass der Exit aus dieser letzten Kurve auf die Start- und Zielgerade extrem wichtig ist. Denn eine andere Stelle hier im letzten Sektor Zeit zu verlieren, gibt es im Grunde genommen nicht. Und wir sehen, der Abstand hat sich weiter ausgebaut auf jetzt zu diesem Zeitpunkt des Rennens momentan 2,6 Sekunden. Also momentan läuft wirklich alles am Schnürchen, wie am Schnürchen, alles läuft nach Plan. Sebastian Vettel ist momentan nicht in Sichtweite. Ist nicht auf der zweiten, nicht auf der dritten Position. Man kann davon ausgehen, dass er momentan, wenn wir unten links auf die Karte gucken, es sieht so aus, als ob er auf der vierten Position, nee, nicht auf der vierten Position, auf der fünften Position ist. Hinter einem Williams, das müsste dann nicht der Weber sein, sondern der andere Williams. Gerade vergessen, wer da drin sitzt. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, momentan eigentlich das Idealszenario, denn wir würden, Stand jetzt, ganze 10 WM-Zähler aufholen auf Sebastian Vettel. Und damit würden wir unseren Abstand von 12 WM-Zähler auf ganze 22 WM-Zähler ausbauen. So, schnellste Rennrunde 1:18.692. Abstand zum Weber ausgebaut auf etwas mehr als 3 Sekunden. Sprint zum Ende von Runde 8. Wir sehen wieder einmal schnellste Rennrunde 1:18.6. Und wir merken, die Strecke wird so langsam aber sicher besser. Wir sehen Sebastian Vettel kontert mit der 1:18.4. Also noch hat er hier das Rennen bzw. den Kopf nicht in den Sand gesteckt. Scheint so zu sein, als ob er da noch ein paar Reserven hat. Aber wir merken, die Strecke wird von Sekunde zu Sekunde schneller. Wieder lila unterlegte Zeit in Sektor 1. 3,2 Sekunden Abstand momentan zum Weber. Das Gute ist, ich bin ja letztes Mal schon in meinem Ligarennen bei meiner Abschlusstournee für die TSR Liga 1 hier ein Regenrennen gefahren. Deswegen war ich natürlich bestens vorbereitet auf diese regnerischen Bedingungen. Und deswegen musste ich mich dann nicht allzu sehr irgendwie rantasten, konnte also direkt von Beginn an pushen sozusagen. Abstand zum Weber momentan wiederum 3,2 Sekunden. Wir haben lila unterlegte Zeit in Sektor 1 und 2. Das Einzige, was momentan etwas besorgniserregend ist, ist die Tatsache, dass das Getriebe momentan schon gelb ist. Und gelbe Getriebe möchte man nach Möglichkeit nicht haben, denn da kann gerne mal ein Gang dann ausfallen. So, Reifen sind in, ja, moderat abgenutztem Zustand. Oh, und da haben wir jetzt gerade gesehen, es ist sogar schon ein Gang ausgefallen. Wir haben gesehen, vom fünften Gang in den dritten Gang. Und da kommt der Ferrari direkt quer. Sebastian Vettel jetzt 1:17.8. Aber das war jetzt sehr spannend. Denn da haben wir gesehen, sobald du einen Gang zu viel runterschaltest, ja, kannst du das Auto quasi nicht mehr halten. Dann bricht das Heck aus. Und das wird jetzt schwer, denn jetzt müssen wir quasi bis zum Boxenstopp versuchen, irgendwie das Fahrzeug mit einem ausgefallenen Gang zu halten. Ja, hier haben wir wieder gesehen, vom fünften in den dritten Gang. Der vierte Gang existiert schlicht und ergreifend nicht mehr. Aber das ist normalerweise immer nur so eine Phase. Der kommt irgendwann dann wieder. Runde 20 von 36, es geht an die Boxengasse. Und jetzt sehen wir auch, der vierte Gang ist wieder da. Regen ist aber noch so stark, als dass wir jetzt nicht sagen können, wir können hier auf Trockenreifen gehen, ganz klar, wir sehen es natürlich. Deswegen wechseln wir hier nochmal auf die Intermediate-Reifen. Und kommen wieder auf die Strecke auf einem ersten Platz, haben also nichts verloren unterm Strich.
3,7 Sekunden Abstand momentan zum Weber auf der zweiten Position. Springen wir zur Runde 25 von 36. Es hat sich immer noch nichts getan an der Situation. Weber immer noch auf der zweiten Position, wir immer noch am Führen. Wir merken jetzt aber deutlich, die Strecke wird trockener und es scheint so zu sein, als ob wir noch in diesem Rennen eine Phase bekommen werden, wo wir auf die Trockenreifen wechseln müssen. Dieser Moment könnte jetzt gekommen sein, Runde 26:36. Wir gehen an die Boxengasse zum letzten und entscheidenden Boxenstopp. Und es war ehrlich gesagt sogar ein bisschen risikoreich, denn der Renningenieur hatte noch nicht gesagt, ja, jetzt ist Zeit zum Wechseln und es wurde noch nicht das DRS aktiviert. Also ich bin hier eigentlich ein relativ unnötiges Risiko eingegangen. Mir war es das Risiko aber ehrlich gesagt wert, denn ich hatte gemerkt, die Strecke, die war jetzt schon wirklich ziemlich trocken und die Intermediate-Reifen, die wohnen jetzt auch schon verdammt heiß. Und deswegen, ja, bin ich da das Risiko eingegangen und bin hier auf die Soft-Reifen gegangen, die absolut halten sollten bis zum Ende des Rennens. Und jetzt kommt erst die Nachricht, DRS aktiviert. Also wir merken, eigentlich war es schon die perfekte Entscheidung, wobei jetzt hier der Norris doch nochmal deutlich höheres Grip-Niveau hat und jetzt hier sogar vorbeikommt. Also, ja, vielleicht hätte man noch eine Runde länger draußen bleiben können, aber ich glaube, unterm Strich war es okay. Okay, the stewards have now enabled DRS. DRS is now online. Teamkollege jetzt an der Boxengasse, also eine Runde länger draußen geblieben. Wäre ziemlich ärgerlich gewesen für den Vettel, wenn wir jetzt auch an die Boxengasse gegangen wären. Denn dann wäre es wieder zu diesem Szenario gekommen, zwei Fahrzeuge in der gleichen Runde an der Boxengasse. Und dann hätten wir dem Vettel quasi ein Beinchen gestellt. Das wäre auf jeden Fall nicht fair play gewesen. Aber gut, jetzt hat er Glück gehabt. Wir sehen, der Vettel ist nach vorne gekommen auf die dritte Position. So, damit kommen wir zur Runde 30 von 36. Runde 29 war die schnellste Rennrunde. Wird von Weber unterboten und von Vettel nochmal unterboten. 1,98. Vettel jetzt absolut am Fliegen. Und wir sehen Runde 36 von 36. Vettel ist auf die zweite Position nach vorne gekommen. Hat sich also von P5 auf P2 nach vorne gearbeitet. 3,8 Sekunden Abstand momentan. Da wird sicherlich nichts mehr anbrennen in der letzten Rennrunde. Aber dadurch, dass Vettel jetzt auf die zweite Position nach vorne gekommen ist, ja, hat er die Schadensbegrenzung quasi, ja, maximiert. So gesehen gewinnen wir nur 7 Punkte auf Sebastian Vettel, was so viel bedeuten würde, wie der Abstand im letzten Rennen, beziehungsweise vor dem letzten Rennen wäre. 19 WM-Zähler und hier jetzt in der letzten Runde nochmal fast das Auto verloren. Das war sehr, sehr unnötig, aber ich glaube, da wollte ich nochmal die schnellste Rennrunde fahren. Ist auf jeden Fall in die Hose gegangen. Sebastian Vettel 2,3 Sekunden. Glücklicherweise ist das jetzt hier die letzte Rennrunde, denn Sebastian Vettel war in den letzten Runden doch schon deutlich schneller. Und die karierte Flagge wird geschwenkt. Wir kommen über die Linie auf einem ersten Platz und sichern uns damit 25 WM-Zähler im Kampf um die Weltmeisterschaft. Und das habe ich absolut gebraucht für den Kampf um die Weltmeisterschaft, denn auch in den letzten Rennen war es ja doch schon eine ziemlich bittere Pille. Hier und heute hat zur Abwechslung mal alles gesessen. Ich meine, es war auf jeden Fall nicht das spannendste Karrieremodus-Rennen, das gebe ich zu. Aber ja, ich meine, es muss auch mal Rennen geben, da wo man einfach souverän irgendwie vorne an der Spitze fährt. Und ja, ein bisschen ärgerlich, dass Sebastian Vettel jetzt quasi noch auf den zweiten Platz nach vorne gekommen ist, denn damit wird die WM-Entscheidung auf den großen Preis von Abu Dhabi vertagt. Und ich denke, wenn ich das mit den Streaming-Einstellungen einigermaßen hinbekomme, dann werde ich halt beim Saisonfinale in Abu Dhabi auf jeden Fall einen Livestream droppen hier auf YouTube. Also seid auf jeden Fall aktiv auf dem Kanal, denn da wird sicherlich irgendwann auch eine Erinnerung kommen. Und ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das heutige Rennen Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, falls euch dieses Video gefallen haben sollte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.